This video is sponsored by Lingoda. No matter what your German level is, you can find lessons to fit your needs on Lingoda. All of their lessons are live lessons with qualified native speakers who can help you reach your German learning goals. Click the link in the description and get started learning German with Lingoda today. Ich habe heute mit meinem Mitbewohner gesprochen und ich habe ihn für euch interviewt. Jetzt könnt ihr etwas über ihn lernen. Okay, stell dir vor, wie heißt du, wie alt bist du und so weiter. Hallo zusammen, ich bin Dave, ich bin 27 Jahre alt und wohne schon seit einigen Jahren in Berlin. Ich studiere dort an der Humboldt-Universität. Was studierst du? Also, was ist dein Hauptfach? Ich studiere Musikwissenschaften und bin im zweiten Jahr meines Studiums zum Bachelor. Warum hast du dich für dieses Hauptfach entschieden? Naja, seit meiner Kindheit liebe ich Musik über alles und daher lag dieses Studienfach sehr nah. Was studierst du? Ich studiere noch nicht. Ich möchte zuerst eine Weile in Berlin wohnen, bevor ich mich um einen Studienplatz bewerbe. Ich möchte zuerst einen Job finden. Was ist dein Traumjob? Was möchtest du tun, wenn du deinen Abschluss machst? Wenn ich mit meinem Studium fertig bin, möchte ich gerne als Musikjournalist arbeiten. Das würde mir sehr viel Spaß machen. Was magst du gern in deiner Freizeit? In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden, gehe zum Beispiel auch gerne ins Kino oder auf Konzerte und höre natürlich auch sehr gerne Musik. Was machst du so? Ich lese gern und besuche Museen. Ich sehe gern Fern. Ich mag besonders diese DC-Comic-Serien Flash, Arrow und Supergirl. Und gehe gern in der Stadt spazieren. Was ist dein Lieblingsstadtteil von Berlin und warum? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, mein Lieblingsstadtteil von Berlin ist wahrscheinlich Berlin-Mitte, weil man dort viele interessante Sehenswürdigkeiten zu sehen bekommt. Zum Beispiel das Brandenburger Tor. Und das allein ist schon ein Besuch wert. Wir sollten vielleicht auch über unsere Wohnung sprechen, oder? Ja klar, gerne. Worüber willst du zuerst sprechen? Gibt es besondere Regeln für die Wohnung? Ganz wichtig ist natürlich die Nachtruhe um 22 Uhr. Dann müssen wir besonders leise sein. Davon abgesehen ist der Sonntag ein Ruhetag. Wir dürfen Haustiere halten, zum Beispiel Hunde oder Katzen. Und wir müssen zweimal die Woche das Treppenhaus putzen. Und wie ist es mit der Reinigung in der Wohnung? Haben wir einen Putzplan dafür oder einfach reinigen, wenn etwas schmutzig ist? Ich würde vorschlagen, dass wir uns bei gemeinsam genutzten Räumen einfach abwechseln. Das heißt, eine Woche putzt du, die Woche danach putze ich und dann wieder du und dann wieder ich. Ich glaube, das ist am fairsten und am einfachsten. Was meinst du? Welche Zimmer gelten als gemeinsam genutzte Räume? Äh, das Bad, die Küche, das Wohnzimmer. Der Balkon und der Eingangsflur. Mir wäre es lieber, wenn wir beide jede Woche reinigen. Ich könnte eine Woche die Küche und das Bad machen und du das Wohnzimmer und den Balkon. Dann können wir in der nächsten Woche die Zimmer tauschen. Wir müssen natürlich auch regelmäßig den Müll rausbringen und natürlich auch nicht vergessen, den Müll zu trennen. Das heißt Plastikmüll und Restmüll separiert voneinander aufbewahren. Die Mülltonnen sind übrigens direkt unten vor der Haustür. Für die Müllabfuhr zahlen wir schon mit der Mieter, oder? Ja, das stimmt. Die ist schon in den Nebenkosten mit drin. Und den Strom müssen wir auch zahlen, ja? Genau, den Strom müssen wir auch noch zahlen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das aufteilen. Wäre es nicht leichter, wenn ich dir meine Hälfte der Mieter, Stromkosten, Telefonkosten und Internetkosten jeden Monat gebe? und du kannst sie an Trixi und die entsprechenden Gesellschaften weiterleiten? Klar, so können wir das auch gerne machen. Du musst mir dann einfach das Geld bis spätestens zum 28. überweisen, damit ich das am 1. dann weitergeben kann. Am besten wäre es, glaube ich, wenn wir beiden darüber einen kleinen Vertrag abschließen und davon abgesehen sollten wir uns auch noch um die Hausratversicherung kümmern, da sollten wir uns mal zusammensetzen. Abgemacht. Was ist mit den Einkäufen? Kaufen wir gemeinsam ein und teilen alles oder nur einen Teil davon? Oder kauft jeder für sich ein? Ich kenne Freunde, die kaufen gemeinsam ein und teilen alles. Andere kaufen zusammen ein und unterscheiden dann aber ihren Gemeinschaftsteil und privaten Teil des Einkaufs. Und wieder andere kaufen getrennt ein. Hm, ich würde eine Mischung daraus empfehlen. Ich zum Beispiel mag sehr gerne Ananas, aber ich weiß, dass viele Leute die nicht so mögen. Und solche Sachen kaufe ich dann lieber für mich selbst und alles Weitere, was wir beide mögen, kaufen wir einfach zusammen und teilen uns dann. Gut, dann ist alles vereinbart. Eigentlich nichts. Ich habe eine Freundin. Darf die jederzeit rüberkommen oder müssen wir da immer drüber sprechen? Es kommt darauf an, ob ich sie mag. Wenn sie nervig ist, darf sie nur rein, wenn wir darüber gesprochen haben. <laughs> <laughs> Nur ein Witz, das macht mir nichts aus. Alles klar, super. Und wenn du natürlich auch einen Freund oder eine Freundin hast, darf er oder sie natürlich auch gerne vorbeikommen. Ist ja klar. Okay, was machen wir jetzt? Also, ich habe Hunger, aber ich habe leider nichts in der Wohnung. Wir könnten runter zur U-Bahn-Haltestelle, dort ist ein Dönerladen. Was meinst du? Natürlich. Alles klar, dann los. Wenn ihr online nach deutschsprachigen Unterrichtsstunden sucht, solltet ihr bei Lingoda vorbeischauen. Ihre Lehrer sind Muttersprachler und ihre Lektionen sind fantastisch. Es gibt einen Link in der Beschreibung dafür.